Vielleicht mehr sehr Mortal Kombat gegen mich spielen. Muss ich mal outen? Ich habe zwar schon Mortal Kombat gespielt, aber zuletzt noch in 2D-Zeiten. Das erste, was ich seitdem mit Mortal Kombat-artigen Spielen am Hut hatte, das war Injustice. Was ja im Prinzip von den Mortal Kombat-Machern waren, auch auf einer ähnlichen Gewaltschiene dann lief. Aber eben nicht Mortal Kombat war. Daher wäre ich super schlecht. Und generell, Fighting Games finde ich cool. Habe ich aber nie mega-mäßig gesuchtet. Meine Smash Bros. Ist ja kein klassisches Fighting Game. Das kann man noch reinziehen, das ist schon eine andere Geschichte. Das macht mir mehr Spaß, höre öfter und so weiter. Da bin ich auch einigermaßen gut drin. Aber Fighting Games wie Dead or Alive, Tekken und so weiter und so fort, da bin ich nicht sehr gut drin. Am ehesten habe ich damals noch Virtual Fighter 2 gesuchtet am PC. Erstaunlicherweise, weil prinzipiell finde ich, sowas ist immer am besten auf Konsole. Also eins von wegen Genres, die ja lieber auf Konsole als auf PC spiele. Allein schon wegen Controller, weil es heutzutage auch egal ist. Da hat man ja, man hat ja die Controller auch am PC. Oder die Möglichkeit zu verbinden zumindest, weil es ist nicht so relevant. Aber keine Ahnung, für mich ist Fighting Games ziemlich Konsole irgendwie. Nichtsdestotrotz habe ich zum einen also nicht aktuell noch, bin ich da sehr gut drin, deswegen weiß ich nicht, ob das so sinnig wäre, Kendra. Zumal es ja bloß einen Zwei-Spieler-Modus hat, richtig? Also ich wüsste nicht, dass Mortal Kombat mit mehr als zwei funktioniert. Das ist zwar so eine Art Team-Tech-Tournament, aber ich weiß nicht, ob das zwar vorhanden ist. Dann wiederum kommt der Mortal Kombat 1 als Remaster-Remake raus, jetzt demnächst. Auch für Switch wohlgemerkt. Zugleich eines Tages kann man sich dann mal auf die Fahne schreiben. Also nicht als Let's Play per se, sondern einfach nur als Community-Sache. Oder überhaupt außerhalb des Online-Streams vielleicht auch mal. Kann ja auch gemacht werden. Das wäre eine Option. Aber ich will hier keine falsche Hoffnung wecken. Das ist jetzt nur eine reine Option, die eventuell möglich wäre. Nur meine Mutter schlägt mich, weil sie ständig unfair die Knöpfe drückt. Ja! Das habe ich, siehst du genau, Soul Calibur 2. Das habe ich auch sehr viel gesucht gehabt damals auf dem Gamecube. Da war ich auch einigermaßen gut drin. Ich habe meistens Siegfried gespielt. Der Typ mit langen Haaren natürlich, ist klar. Dem dick fetten Schwert. Das muss halt einfach sein. Totales 0-50 Klischee bei mir. Ist mein Stereotyp, was soll ich sagen? Das brauche ich einfach, so muss es sein. So muss ein Bösewicht, Antiheld, Schurkeheld aussehen. Lange Haare, finster reingucken, dickes, langes Schwert. So nicht anders. Da war ich ziemlich gut drin, aber ein Kumpel von mir hat da diesen blöden Raphael genommen, mit seinem kleinen Degen, hat immer irgendwelche Tasten gedrückt und gehämmert. Ich hab mich andauernd besiegt, der Sack. Hat mich so genervt. Zum Kotzen. Oh Mann. Mein Freund guckt immer, welche Spiele die meisten Zuschauer bringen. Zum Beispiel Diablo. Ich glaube, ihm kaum jemand. Ist auch merkwürdig. Ja, ich spiele, was ich spielen will, so. Ich meine, ich habe angefangen mit Twitch. Da habe ich ja auch nicht am Anfang direkt, aber ich habe mit Vaya Billions dann weitergemacht und bin da ein bisschen größer geworden. Zum einen, weil ich durchaus Vaya Billions eine Weile auf meinem Plan stand zum Streamen. Ich will keinen Feed, aber ich haben will. Zum anderen aber auch, weil ich davor geguckt habe, was auf Twitch so gut ankommt. Und da war Vaya Billions als recht weit oben gelistet, auf irgendwelchen Seiten. Ob das so hinkam, weiß ich nicht. Rückblickend eher weniger. Aber es kam durchaus dadurch ein paar Follows zustande und keine Ahnung was. Aber per se spiele ich, was ich spielen will. Und nicht, was hier trendet und keine Ahnung was. So, zumindest spiele ich es nicht absichtlich, nur okay, deswegen. Klar, ich spiele auch Diablo aktuell, weil es geil ist. Und ich weiß, es trendet, aber es trendet auch, ne? Ist klar. Und es war auch klar, dass es trenden wird. Aber egal. Und fühlt sich dabei bestimmt nicht ganz so dolle. Ja, ist die Frage, ne? Wo ist der Unterschied zwischen Mortal Kombat und Super Smash Bros.? Ernsthafte Frage, Waru? Also, pass auf. Super Smash Bros., ne? Du hast Angriff normal, du hast Spezialangriff. Diese beiden Tasten kombinierst du mit unten, oben, links und rechts. Wobei links eigentlich das gleiche ist, nur über eine entsprechende Richtung. Das sind die Angriffe. Dann hast du Schild und Rolle und Werfen. Das ist Super Smash Bros. Rein vom Steuerungsschema. Mortal Kombat hast du. Ein Angriff. Zweiter Angriff. Dritter Angriff. Das ist sehr viel skillbasierender und auch viel weniger Gimmick. Also Smash Bros. Ist ja normalerweise mit Items. Was ja unter Competitive-Spielern in der Fighting-Game-Szene Szene auch nicht so das Nonplusultra ist, weil es halt so zufällig ist. Also eher
nicht gemocht wird oder nicht gespielt wird, sondern man schippt mal Items ausführt. Es ist halt ein ganz anderes System. Du springst viel höher, du machst viel mehr Quatsch. Und diese typischen Fighting Games hast du wirklich nur 1 gegen 1 in einer kleinen Arena, 2D an sich von der Seite und dann klopfst du dich einfach mit Tastenkombinationen, Geschick und keine Ahnung was. Das ist der Unterschied. Meine per se ist Smash Bros. Im Kern ein Fighting Game, aber halt ein abgedrehteres und vor allem ein sehr viel einfacher zugängliches Fighting Game als alle anderen. Trotzdem gilt wie bei vielen Nintendo-Spielen, easy to learn, hard to master. Ja. So, Mann, schreib nicht so viel, ich komme nicht hinterher, muss hochscrollen hier. Ich habe Varo aktiviert, ja, irgendwie, oder? Ja, er war aktiv, aber nicht so aktiv. Ich habe Smash Bros. Gespielt und mich hat ein Kid so abgezogen. Das Kid sich ab für dich, wenn du sagst. Welches Kid war es? Ich mach's fertig. Das fand ich, glaube ich, noch drauf dann. Ja, Varo passiert. Deswegen will ich gegen Varo spielen, weil ich glaube, in Smash hat er gar keine Chance gegen mich, weil er es ja auch gar nicht hat. Aber ich habe damals Super Smash Bros. Melee auf dem Gamecube auch gesuchtet, wie nichts Gutes. Also extrem viel. Auf der Wii U dann nicht mehr so viel, weil, weiß nicht, war nicht mehr so die Zeit gewesen, dann war man schon älter, hat andere Sachen zu tun. Aber auf dem Cube total gesuchtet. Auf der Switch haben wir ein bisschen mehr gespielt, aber auch nicht so viel, aber genug, würde ich sagen. Aber ich bin lange nicht so wie damals. Ich war damals viel besser als heute, gar keine Frage. Ich habe lange Pause gemacht jetzt. Aber ich war schon recht gut zu einer gewissen Zeit in meinem Leben im Spiel. Nee, nicht Tournament weltweit irgendwie bla gut genug, aber schon nicht schlecht. Also für so ein Gelegenheitsspieler war ich sehr gut, würde ich behaupten. Habe auch eigentlich immer gewonnen gehabt. Auch gegen meine Spieler, Mitspielerfreunde, die auch öfter gespielt haben, da war ich schon gut dabei. Aber wie gesagt, ich war nicht hier, ich war eher hier. Und da sind die Profis in der Richtung. Ja. Egal. Ein Duell in Mortal Kombat. Ich nehme Scorpion und diesen muss googeln. Kenshi. Kenshi kenne ich gar nicht. Plattform. Jetzt hat die Frage, also Mortal Kombat kommt ja wie gesagt raus, auch für die Switch, aber es kommt auch bestimmt für PC als andere raus. Also da kann man sich ja was aussuchen. Im Idealfall würde ich PC vorziehen, weil es da bestimmt billiger zu erstehen ist und weil es auch besser zu streamen ist, weil hübschere Grafik und so weiter und so fort. Aber per se ist mir das egal. Wenn wir es da mal anvisieren sollten. Ne? Wenn du eh mehr am Quatschen bist als beim Spielen, hast du Gitarre bereit? Ja, habe ich, aber gerade nicht aktiviert. Für Xbox, Crossplay, weiß ich auch nicht. Welches Mortal Kombat überhaupt, Fenra? Wenn du es bereits hast, sprichst du ja offenbar nicht von Teil 1, der jetzt als Remaster erst rauskommt. Denn der ist ja noch nicht draußen. Da gibt's Sinn, ne? Hast du schon mal eines der Dark Picture Spiele gespielt? Nee. War Dark Picture der Name der Spielereihe oder war das der Publisher? Ich bin mir nicht ganz sicher. Den Namen kenne ich, aber ich glaube nicht, nein. Das dürfte eigentlich nicht gemacht haben. Ich würde sonst gerne die Demo für Lies of Pi gesehen haben. Da fragt mal Varu für Lies of Pi. Ich finde das Spiel per se interessant, aber ich mag keine Souls-like. Ist nicht so meins. Und das ist ja ein Souls-like. Und wenn es kein Souls-like wäre, würde ich mir überlegen, das auf meinem Kanal zu bringen. Aber so macht mir das nicht so an, ehrlich gesagt. Sind so gut. Aber okay, also Dark Picture Spiele. Worum geht's da? Ist das Point-and-Click-Adventure-artig in die Richtung? Kann das sein? Okay, Smash ist die einfache Version von Mortal Kombat. Würde ich so auch nicht sagen. Aber es ist bestimmt einsteigerfreundlicher, ja. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Und vor allem ist es für viel mehr Altersgruppen. Ich meine, Mortal Kombat ist die extreme Version für ab 18 plus, weil das ist halt sehr, sehr gewaltverherrlichend, ne, den Fatalities und so weiter. Das ist schon hart. Aber Smash Bros. Ist dagegen ja wirklich auch für Kinder geeignet, in dem Sinne. Ne, es gibt kein Blut, es gibt keine Ahnung, Körperteile abgeknallt und so weiter und so fort. Das kann man Kindern schon mal antun ab einem gewissen Alter. Mortal Kombat vielleicht eher nicht so. Wobei heutzutage wahrscheinlich sowieso jeder das Gefährt schon gespielt hat, aber andere Geschichte. Autsch. Ah, es explodiert. Kein Loot, wie gemein. So, also dann. Hat er nicht so gemeint. Was? Ach so, ja. Beleidigung? Nee, ach was. Ich trinke mal eben was, danach mache ich das andere. Ja, ist okay.
Und viel Spaß beim Lurken, lieber Fake Arnold. Danke fürs Dasein. So, vielleicht komme ich jetzt doch nochmal zum Spielen. Ich laufe gerade hier von A nach B, ohne was Sinnvolles zu machen tatsächlich, aber komm, ist egal, ne? Mann, Mann, Mann. Pictures Anthology ist eine Serie von interaktiven Survival-Horror-Spielen. Okay. Produziert von Supermassive Games, die sagen mir was. Und herausgebracht von Bandai Namco. Okay. Also eher was Horrormäßiges. Klingt schon wieder interessant tatsächlich. Kann man kann man zusammenspielen? Das ist Multiplayer. Oder quasi. Du meinst im Discord zusammen oder zusammen? Weil an sich ist es ja. Klingt das ganz cool, mal so ein Horrorspiel zu zweit zu machen oder zu dritt oder was auch immer. Multi und Solo, beides möglich. Cool. Das klingt tatsächlich sehr interessant. Da können wir nochmal drüber schnacken. Zumal ja ohnehin schon seit einer ganzen Weile Horrorgames gefordert werden. Die ich ja typischerweise eigentlich erst so im Halloween rumspiele oder um ein oder zwei, weil. Die ganze Aufmachung für so einen Stream in meinem Fall relativ aufwendig und schwierig ist, deswegen mache ich sowas nicht regelmäßig. Auch wenn es sehr viel Spaß macht, aber es also wer schon mal meine aktuelleren Horrorsachen gespielt, gesehen hat hier auf meinem Kanal bei YouTube oder auch, ich habe sie hier Scorn gemacht auf Twitch, der weiß, was ich meine. Die Metal Face Cam, die absolute Scary Berry Metal Face Cam, die ich dann habe, ist halt nicht einfach so umgesetzt. Es war ein absolutes, soweit ich das sagen kann, Alleinstellungsmerkmal meines Kanals. Ich habe sowas noch nirgendwo anders gesehen. Deswegen fand ich es auch so geil damals, aber es ist echt ein großer Aufwand. Das kann ich nicht anderen bringen und will ich auch nicht unbedingt, weil es wirklich auch anstrengend ist. Und auch eben nochmal extra Zeit erfordert. Wie komme ich jetzt mit den Öhrchen ran? Das ist so weit weg, was soll denn das? Ich kann doch auf dem Wasser nicht kämpfen. Macht der da? Kann ich mal anlocken von hier aus? So ein Schrott. Okay. Ja, ich wurde auch schon auf Horrorgames mehrfach angesprochen. Natürlich, ist klar. Solche wie wir, Waru, die werden auch angesprochen. Das gehört einfach dazu, denke ich. Soweit bin ich in deine Vergangenheit noch nicht vorgedrungen. Aber komm heute auch. Ja, ich glaube, Kurin, für dich war ja Horrorgames sowieso nicht sowas Wahre gewesen. Wobei, weit in die Vergangenheit musst du ja nicht. Hey, ihr Leuchtsaft, sehr schön. Denn wie gesagt, Scorn habe ich ja auch so eine Metal-Horror-Facecam gehabt. Und das ist ja gerade es gewesen. Es war relativ kurz, bevor du hier auf Twitch 2 geschaut Night bist. Tatsächlich, da habe ich Scorn noch gespielt gehabt. So, Ernest, in Ivan war das. Hey, ich habe eine Quest erledigt nebenbei. Na, endlich was geschafft. Ich rede ja nur ungern hinter anderen Leute Rücken, aber ach, dieser Ernest ist ganz schlimm. Lügt andauernd die Leute an. So verlogen ist er aber noch nicht immer gewesen. Vielleicht ist was mit ihm passiert in der Vergangenheit, wer weiß das schon so genau. Ja, ja. Aber ich wollte eigentlich die Quest abgeben. Trotzdem, danke für die Information. Was? Ihr habt tatsächlich Ponyo-Nacken beschaffen können? Na gut, da ich es euch versprochen habe. Ist ja okay, ich mach's ja schon. Sagt Matronia Bescheid, ja? Ich habe euch wohl unterschätzt, so ein Mist. Obwohl, vielleicht ist das der Anschluss, den ich gebraucht habe. Ja, wer weiß, wer weiß. Matronia ist gerade nicht da, weil es ist ein Kind und es ist spät, ne? Ist klar. Muss im Bett sein. Okay, jetzt bin ich neugierig. Schau mal auf YouTube nach, was du genau meinst. Das mach ruhig. So. Ja, habt schon alles besorgt? Ach, ihr seid meine Rettung. Ihr wollt wissen, was für eine Medizin ich draus mache? Ein starkes Mittel gegen Schlaflosigkeit. Toll, klingt jetzt nicht so super wichtig. Ich würde gerne viel schlafen. Jetzt kann ich Gorn mal seine Medizin geben. Ja, hat funktioniert, ne? Läuft. Ja, top, top. Gern geschehen. Ohne euch wäre es niemals möglich gewesen. Vielen Dank. okay, falsche Übernehmung meinerseits. Ich bin aus deiner weiten Vergangenheit noch nicht so weit wieder in die Gegenwart vorgedrungen. Okay, das ergibt Sinn, ja. Und diese spezielle Art der Horror-Facecam habe ich auch erst. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, erstmalig mit Dead Space. Oder erstmalig mit. Jedenfalls ist das auch schon ein paar Jahre her, tatsächlich. Me. Kurz im Lurk. Okidoki. Viel Spaß. Vielen Dank. Scorn, die erste Playlist. Ja, es ist das aktuellste Horrorspiel bei mir auf dem Kanal, ne? Daher. Prinzipiell verraten die Thumbnails bereits, was das Spezielle an der Facecam da ist.
Ja, da muss man nicht mal raufklicken. Das, also, man sieht's einfach. Okay, so, das war's. Er hat ja gesagt. Oh, vielen Dank, er hat mir so geholfen. Doch ein Kind, das Ding. Aber was soll's. Ach, ich bin froh, dass es geklappt hat. Aber Olga hat mir gesagt, er habe eine Forderung gestellt. Ihr solltet Ponyonacken für ihn besorgen. Warum verlangt er sowas Gefährliches von euch? Dabei schreibt er so schöne Geschichten. Etwas enttäuschend. Ich werde trotzdem versuchen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Nimm das als Zeichen meines Dankes. Ja. Quarzrüstung. Nehmen wir. So, ach, neue Quest, natürlich. Was? Ist das jetzt? Ist schon wieder der Ivan, der Verrückte. Ich müsste bei Command & Conquer Alarmstufe 2 Let's Playen. Hab ich neulich schon überlegt. Hab ich voll Bock drauf, aber ich weiß gar nicht, ob ich es noch irgendwo habe. Ich meine, ich hab's irgendwo, aber ich hab's nicht digital. Und wie gesagt, mein neuer PC hat kein CD-Laufwerk. Und selbst wenn, ich wüsste nicht, ob die CDs noch funktionieren, weil die schon so alt sind. Aber kann man sich ja gewiss irgendwo digital relativ günstig besorgen, notfalls. Hätte ich Bock drauf. Genau. GOG zum Beispiel, Good Old Games, da könnte das sein. Ist jetzt nichts, was ich jetzt in den nächsten Wochen an Angriff nehmen werde, weil ich habe halt genug, aber theoretisch hätte ich Bock drauf, schon seit einer ganzen Weile, aber es kam mir immer wieder mal in den Sinn, jetzt neulich erst wieder und, ja. Ach, ihr seid's. Ihr kommt gerade richtig. Würdet ihr mir kurz eure Ohren leihen? Ich möchte mich bei euch entschuldigen. Mein Verhalten euch gegenüber tut mir wirklich leid. Seit dem Angriff der Mekkon bin ich nicht mehr ganz ich selbst. Ich hatte eine regelrechte Schreibblockade. Dieses Erlebnis hat sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt. Oh, das hört sich gar nicht gut an. Ja, das gibt doch echt ein Problem. Ja, also aus lauter Angst bin ich mit Kindern und Greisen geflüchtet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Geralt und die anderen haben währenddessen tapfer gekämpft. Ich fühle mich so erbärmlich. Ja, bist du auch. Ich meine, niemand macht dir Vorwürfe. Wieso machst du selbst dann welche eigentlich? Ist doch voll schwachsinnig. Ja, du hast gegen Mekkon gekämpft und uns beschützt. Und trotzdem vergibst du mir meine Feigheit? Ach, danke, du glaubst nicht, wie sehr mich das erleichtert. Ich fühle mich nur irgendwie ein bisschen zuversichtlicher. Und plötzlich verspüre ich wieder einen Drang, zum Schiff zu greifen. Und ich habe sogar schon ein paar Zeilen geschrieben. Jetzt gerade eben, denn dem, was er nachsagt, kann er das davor nicht gemacht haben. Ne? Matronia und ich haben etwas zusammen ausgearbeitet. Darf ich euch um was bitten? Für unser Bilderbuch benötigen wir noch Schafbären. Wir brauchen sie, um den Bildern kräftige Farben zu verleihen. Schafbären, wisst ihr noch, vor ungefähr einer Stunde haben wir die gefunden in der Vision. Matronia hat leider keine Bären mehr vorrätig. Ich frage euch nur ungern, aber könntet ihr euch noch welche besorgen? Ja, haben wir schon. Haben wir schon. Wie gut sind wir denn? Adavong, moin. Schön, dass du da bist. Siehst du eigentlich, dass ich durch deine Tests dauernd Popelbeiträge an den Challenge gebuttert habe? tatsächlich nicht so wirklich. Wurde mir nicht eingeblendet seit der ganzen Weile, Finderer? Nein. Nein. Stand nicht drin. Die letzten, keine Ahnung was, 30 Chatzeilen oder sowas. Ja. Jenova ist halt. Wie soll ich sagen? Nicht speziell, das auch, aber hat Respekt vom Alter. Ich glaube, so kann man es formulieren. Ja. Ein Mobbot. Da kommt der ganz nach mir, würde ich sagen. ich schreibe so lange meine Geschichte weiter. Ja, okay, machen wir wie immer, ne? Quests und wir, das passt wie Arsch auf Eimer. Hey, wir haben sie gefunden. Das ging schnell, was? Oh, kein Zweifel. Das sind echte Schafbären. Genau das Richtige. Nun muss ich noch die Farbe anmischen. Das sollte recht schnell gehen. Bitte habt einen Moment Geduld. Ja. Läuft. Das wär's. Fertig. Und die Menge sollte ausreichen. Werdet ihr so freundlich, die Farbe zu Matronia zu bringen? Ach, ich sollte euch wirklich nicht ständig um Gefallen bitten. Ja, das sehe ich auch so. Ich hoffe, ihr seid nicht genervt von mir. Sind wir genervt von ihm? Ich würde sagen, ja. Ich bin von sowieso allen Nebenaufgaben und NPCs genervt. Ich bin der genervte Seef. Yeah.